Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Spiel der Gruppe A an diesem zweiten Spieltag. Schweden trifft auf die Schweiz. Und die Schweden brauchen heute eigentlich einen Sieg in der Arena Amazonia. Denn ansonsten sind sie draußen. Das kann man wirklich sagen. Die Schweden brauchen einen Sieg. Da unten wieder die typischen Kommentatoren. Und wie gesagt, bei der Hymne bin ich stumm. So, damit haben wir die Hymnen gehört. Ich finde es sehr interessant, wie manche Schweizer aussehen, wenn sie singen. Aber gut. Virgilio Aguabella aus Kuba ist der Schiedsrichter dieser Partie. Und hier sehen wir die Startelf. Eine 4-4-1-1 Formation. Sehen wir hier. Isaacson im Tor natürlich. Spitze macht Elmanda. Und Ibrahimovic direkt dahinter. Die Schweizer spielen ein bisschen anders. Ottmar Hitzfeld spielt eine 4-2-3-1 Formation. Hier im Tor. Und die Spitze macht Derdiok. Und ja, wie bereits gesagt, Schweden braucht den Sieg. Ansonsten sind sie definitiv in der Gruppenphase ausgeschieden. Und sollte die Schweiz gewinnen, wird es gegen Deutschland auch nochmal spannend. Deutschland spielt ja im letzten Spieltag gegen die Schweiz. Und natürlich am letzten Spieltag werden die Spiele jeder Gruppen gleichzeitig ausgeübt, um ein eventuelles Absprechen zwischen den einzelnen Mannschaften zu verhindern. Diese Regel geht zurück auf das Jahr 1982, nachdem sich Deutschland und Österreich eben so ein derartiges Absprechen des Ergebnisses geleistet haben, damit eine andere Mannschaft rausgeflogen ist und beide Mannschaften sich doch noch fürs Weiterkommen qualifiziert haben. Das soll dadurch dann ausgeschlossen werden. Gut, wir kommen hier zum Spiel. Olsson spielt zwei Schweizer aus, aber Berami holt sich den Ball wieder. Ibrahimovic. Ich hoffe, es wird nicht so ein Spiel wie gegen Deutschland gestern. Oder wie Deutschland-Brasilien gestern. Das war kein schönes Spiel. Shaqiri passt hier auf Derdiok. Derdiok steht frei und versucht es einfach mal, aber den kann er besser machen. Also Ball, man muss auch beim ersten Schuss nicht schon in den dritten Stock schießen. Das ist nicht gut. Die ersten 10 Minuten und oh, ich dachte schon, da gibt es fast einen Fehlpass. Oh, Karls. Was machen die Brasilianer da? Fast schon Ballverlust am eigenen 16er. Aber sie behaupten den Ball noch. Karlström. Nilsson. Lichtsteiner. Lichtsteiner holt sich den Ball. Derdiok versucht Doppelpass, aber schafft es nicht. Ja, da haben wir den Namen wieder, den ich nicht aussprechen kann. Olsson, Shaqiri und Derdiok schafft es aber nicht ganz. Ekdal spielt auf Karlström. Er passt zu Elmander. Aber Inler passt auf. Aber na, das hat nicht wirklich gut funktioniert. Elmander. Und schon holt sich Inler. Shaqiri. Shaqiri läuft sich frei. Schafft er es vielleicht? Nein, lustig. Wehrt ab. Hosen. So, Larsson hat den Ball. So lustig. Lustig, aber da läuft nicht wirklich jemand mit. Jetzt kommen so langsam Ekdal. Memedi grätscht hier ein bisschen und gibt den Freistoß. Ja, ein bisschen ungeschickt gemacht vom Schweizer.
Aber der Freistoß kann nichts einbringen. Lustig, aber vielleicht der Angriff danach. Lustig wieder gegen zwei, das reicht nicht. Derliog fliegt mit Shaqiri. Shaqiri hat Raum, versucht es einfach mal. Keine schlechte Chance von Shaqiri. Der Gegenspieler ist ein bisschen weit weg. Und gut, dass der Torwart noch dran war. Es gibt Eckball. Geschossen von Derdiok. Oh, Mehmedi, ganz frei. Naja, hätte er vielleicht direkt schießen müssen. Hier sehen wir noch mal die Wiederholung. Der nächste Eckball. Wiederum geschossen von Derdiok. Kann dieser vielleicht... Nein, er kann nicht mehr anbringen. Rodriguez. Vielleicht Schaar. Vielleicht doch noch. Mimedi. Pass auf Inla. Der passt auf Fernandes. Nein. Isaacson hat den Ball. Ich kann keinen Kapitel. Was macht der eine Spieler? Der läuft halt einfach mal am 16er rum. Im Gegnerischen. Warum denn auch nicht? Gleich ist die erste halbe Stunde vorbei. Wir haben zwei Torchancen. Ja, man kann... Also eine auf jeden Fall. Was macht denn der Schwede da? Also eine Chance auf jeden Fall. Eine Großchance. Haben wir bereits gesehen von den Schweizern. Aber ansonsten... Ja, dafür, dass die Schweden eigentlich im Zugzwang sind, dass das schon ein Finalspiel mit schon sein könnte für die Schweden... Spielen sie noch nicht wirklich viel nach vorne, da kam noch nicht wirklich viel an. Hier sehen wir Xhaka, nein, aber Isaksson. Isaksson, der aufmerksame und der bisher auffälligste Schwedenspieler, ich wollte schon Schweizer Spieler sagen. Jetzt vielleicht, jetzt nein, Lichtsteiner. Lichtsteiner ist schon letztes Elmann, der holt sich aber den Ball wieder. Ekdal. Pass auf Ibrahimovic, den haben wir heute noch gar nicht gesehen. Olsson jetzt vielleicht. Larsson, nein. Oder Ekdal, Ballverlust im eigenen 16er. Das ist Larsson, Karlström, Ibrahimovic, nein. Nicht ganz. Ganz, aber sehr schön, das war die erste große... Ja, und da müsste Benay noch dran gewesen sein. Ja, da sehen wir es. Die erste Chance für die Schweden in der ersten Halbzeit. Und die ist schon fast rum. Es sind keine 10 Minuten mehr. Ja, den Kopfball. Ja. Den kann man besser machen. Ja, Junge. Ja, die letzten 10 Minuten der ersten Halbzeit sind angebrochen. Nicht Steiner. Karlström. Karlström kann sich den mal holen. Ist er frei? Ja, das macht das ein bisschen umständlich. Läuft noch ein bisschen zickzack, obwohl er einfach gerade aufs Tor laufen könnte. Shaqiri holt sich den Ball. Wer das... Was um Gott? Was war das denn? Was für ein Schuss? Shaqiri sagt, nimmt sich einfach mal ein Herz. Sagt sich einfach, ach komm, warum denn nicht? Und hat abseits gepfiffen. Nehmen Sie aber mal, ich glaube, der ging sogar an die Latte. Also da haben die Schweden Glück gehabt. Oh ja, aber so eine Chance, da muss man mehr draus machen. Da kann man auch mehr draus machen, aber das war zu hastig versucht, den Angriff zu beenden. Zu hastig versucht, das Tor zu schießen. Die Schweizer... Bisher die bessere Mannschaft von den Torchancen her. Also, ich glaube, es war ein Lattenschuss gerade eben. Der auch hätte reingehen können. Schweiz mit den besseren Chancen. Aber jetzt vielleicht. Jetzt kommen die Schweden. Elmander läuft in... Den Namen kann ich auch nicht aussprechen. Dujuru oder keine Ahnung. Oder so ähnlich. Entschuldigung dafür dann. Inla. Fehlpass so lustig. Lustig mit dem Pass auf Ekdal, der den Ball an Schaar verliert. Derdiok, ja, wir sind... Oh, Zweikämpfe. Antonsson hat nicht
einen Zweikampf gewonnen. Das sagt viel aus über die schwedische Mannschaft bisher. Der erste Halbzeit ist gleich vorbei, 3 Minuten Nachspielzeit. In Karlsruhe schafft vielleicht eine Mannschaft den Sonntagsschuss noch? Nein. Die erste Halbzeit ist vorbei. Die Schweiz mit den besseren Chancen, aber bisher hat es leider noch nicht gereicht zum 1:0. Und die Schweden müssen definitiv mehr tun, wenn sie sich die Chance auf das Achtelfinale noch erhalten oder noch erhalten möchten. Auferhalten möchten, so rum. Guck mal, was die zweite Halbzeit sagt. Rami Inler. Auf Memedi, Derdiok. Derdiok, ja, der Schuss war nicht gut. Lustig. Aber die kriegen den Ball nicht wirklich weg hinten. Isaksson. Bei manchen Rückpässen muss man auch gefährlich sein. Man kann gern mal über den Ball schießen. Der Rasen ist nicht der allerbeste. Er ist ein bisschen nass. Es hat vor der Partie ein klein wenig geregnet. Und da habe ich fast durch das Reden eine Chance verpasst. Hier sehen wir sie nochmal. Kopfball. Sehr gute Chance. Leider am Tor vorbei. Oh, da fehlt ja nicht viel. Geht ins Außennetz. Ja, das Schüsse. Schweiz 7, Schweden nur einer. Das sagt schon viel aus. Schweden macht heute auch nicht ihr bestes Spiel. Scharf, energisch, aber regelkonform, wie er sich den Ball da holt. Shaqiri, ja, da stand der Schweizer im Abseits. Ganz knapp, er hat es dann auch gemerkt. Ist ein bisschen zu weit vorgelaufen. Wernblum kommt für Ekdal bei den Schweden. In der Pause gab es natürlich keine Wechsel. Haben wir vorausgesagt. Wernblum, da sehen wir ihn gerade eingewechselt, schon am Ball. Kallström. Pass auf Ibrahimovic. Und dafür aber kommen die Pässe der Schweden mehr an. 81%, wie unsere Grafik gesagt, da gingen nur 67 bei der Schweiz. Toivonen kommt für Elmander. Lustig. Toivonen, Ibrahimovic! Zählt er? Nein, es hat schon so nach Abseits ausgesehen. Und hier sehen wir es auch. Der Ball ist drin, aber er zählt nicht. Weil Abseits. Gute Chance hier von den Schweden. Und ja, manchmal braucht man auch nur eine Chance, um das Tor zu machen, wie wir es gerade gesehen haben. Beim nächsten Mal, wenn es ein nächstes Mal gibt in diesem Spiel, wird er dann doch nicht im Abseits stehen. Und da war mein kurzzeitiger Bildfehler meinerseits mal wieder da. Ja, wir lieben und schätzen ihn. So. Kallström, 91% der Pässe kommen an. Das ist eine sehr gute Statistik. Für einen Spieler 91%. Das kann sich sehen lassen. Stunde ist rum. Um genau zu sein, sind wir gleich in der 66. Minute. Edi Larsson. Oh, die kämpfen sich aber auch da ein bisschen. Larsson bekommt einen Einwurf, lustig. Aber Memedi holt sich den Ball. Shaqiri. Inler. Antonsson. Antonsson holt sich den Ball holen. Vielleicht jetzt einen Angriff einleiten. Für die schwedische Mannschaft. Nein. Das wird nur ein Einwurf. Da sehen wir einen weiblichen Fan der schwedischen Mannschaft. Und kurz gesehen, da geht er auch schon wieder.
Zengin kommt für Kaka Niklic. Die Schweizer haben noch nicht gewechselt, ob das gleich vielleicht der Fall sein wird, aber erstmal gucken wir auf diese Chance. Xhaka! Xhaka macht das 1:0 in der 70. Minute. Bisschen überraschend, die Schweden haben eigentlich so ein bisschen mehr Druck gemacht auf jeden Fall, aber hier, ja, kein Mann. Da kommt erst, als es zu spät ist, kommt erst der Spieler. Ja, da steht er viel zu frei. Kommt viel zu frei zum Kopfball. Im Moment ist Schweden ausgeschieden und Schweiz würde sich mit 4 Punkten punktgleich mit Brasilien. Was wäre das? Was wäre das für ein Ausmaß? Und zwar würden sie sich sogar beide den ersten Platz teilen, da beide ja mit 1:0 gewonnen hätten. Schweden, also die Schweiz hätte 1:0 gegen die Schweden gewonnen. Brasilien 1:0 gegen Deutschland. Und da das im Eröffnungsspiel das Spiel ja 3:3 ausgegangen ist, haben sie beide die gleichen Tordifferenzen, Punkte, alles gleich. Also würden sie dann sich sogar noch den ersten Platz teilen. Wernblum holt sich den Ball. Kann Schweden aber nochmal zurückkommen? Es ist nur noch eine Viertelstunde. Aber mit sowas, ja, der Schiedsrichter ermahnt schon wieder. Und Freistoß aus einer sehr guten Position. Oh, angetäuscht hier. Toll, ja, den Freistoß. Den vergessen wir aber wieder ganz schnell. Gleich brechen die letzten 10 Minuten dieses Spiels an. Und die Schweiz hat immer noch nicht gewechselt. Wollen sie vielleicht gegen Ende neue Stürmer reinbringen? Wir wissen das nicht. Oder neue Spieler, keine Stürmer. Neue Spieler reinbringen. Kleiner Versprecher meinerseits. Olsson. Verliert ihn nicht, kann sich doch noch behaupten. Karlström. Auf Zengling. Wernblom. Passt, Doppelpass auf Zengin. Ja, was schießt aber da? Er gibt Freistoß für die Schweden aufgrund dieser Aktion. Und ja, das ist ein bisschen gestaunt. Na, um Gottes Willen, was ist das für ein Tor? Wernblom in der 84. Was war das denn? Das müssen wir uns nochmal anschauen. Wie ist das Tor denn entstanden, bitteschön? Eine Erholung haben. Hier kriegen sie den Ball nicht weg. Wernblum kommt irgendwie doch noch dran. Prallt am Torwart um, das schafft's. Und der Ball schafft es irgendwie doch noch ins Tor zu kullern. Ja, da kommt der Spieler zu spät. 1:1. So viel dazu, das Spiel ist wieder offen. Im Moment würde sich Schweden zumindest noch eine Mini-Chance behalten, um im letzten Spiel gegen Brasilien eventuell doch noch das Weiterkommen zu sichern. Und schaffen sie eventuell noch den Sieg? Nein, Benayou kommt raus. Und kriegt den Ball doch noch. Und ach Gott, und da stand auch noch einer im Abseits. Ein Schweizer. Ein Freischuss für Brasilianer. Für die Schweden, nicht für die Brasilianer. Gott, wo bin ich denn schon? Ich bin schon am anderen Spieltag. Ida. Nilsson, Karlström, jetzt könnte natürlich die Moral der Brasilianer, der Schweden, meine Herren, meine Güte, jetzt sind sie frei. Was gibt's? Gibt der Freistoß oder gibt der Elfmeter? Nein, er gibt, glaube ich, nur Freistoß. Wir sind in den letzten Minuten dieses Spiels. Und wo ist der Ball? Er ist bei Torwohnen. Torwohnen! Pfosten! Tor! Anderson mit dem glücklichen Abpraller, der genau vor seinen Füßen landet. 2:1. So dreht man ein Spiel. In den letzten 6 Minuten
Ah, da hat Andersson, man muss sagen, da haben die Schweden Glück gehabt, dass der Ball genau, quasi genau vor seine Füße kommt. So schnell kann keiner mehr reagieren. Antonsson rettet Schweden die Chance auf das Weiterkommen. Sicher ist es noch nicht. Das Spiel dürfte eigentlich nicht mehr lange gehen. Haben die Schweizer eventuell doch noch eine Chance? Der Jörg. Scha, Toivonen. Wir werden ja nicht noch ein drittes kriegen. Nein, Scha hat sich den Ball eventuell. Na. Die Schweden machen es jetzt gut. Memedi. Shaqiri. Lassen wir mit Dadiok. Jetzt vielleicht doch noch mal eine Chance. Na, Antonsson geht noch dazwischen. Das ist aus. Schweden besiegt die Schweiz mit 2 zu 1. Schweiz damit letzter in der Gruppe A. Wir sehen uns am dritten Spieltag bei den Spielen Deutschland gegen die Schweiz und Brasilien gegen Schweden. Ich bedanke mich. Schönen Abend noch und tschüss.